Wir finden wieder Zeitrisse. Wir sind wieder zurück! Shattered Valley. Achso, nee, stopp, wir sind nicht wieder zurück, ne? Hm. Also nicht wirklich. Fools. Fools. Was ist hier? 20. Fühlt sich aber nicht wie 20 an. Das fühlt sich irgendwie wie weniger an. Gerade eben haben wir doch noch. Was ist das da für ein Ding? Du? Was ist denn das? Hä? Was war denn das für ein Ding? Hm. Wir werden es wohl nie erfahren. Ah. Fängt mit euch. Fools, Fools. Das sagt er jetzt ziemlich oft irgendwie. Ich bin auch echt gespannt, ob hier, nice, erstmal Amulett droppen. Komm. Nee, 30% weniger Gesundheit, 6,8% Schaden von mit LP-Entzug. Du blutest, wenn du einen Zauber wirkst. Kann ich jetzt nicht so hundertprozentig einordnen, was das sein soll. So, jetzt noch drei Stück hier rein. Das Herz ist, klingt irgendwie ein bisschen weird. Ich glaube, geht's hier noch her? Oder ist das eher wieder so ein Dead End? Ah ne, hier geht's. Doch. Oh ja, ja, ja. Nee, 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 nee. Ha! Was ein Stress. Mein armes Herz. Das macht das so doch gar nicht mehr mit. Ich bin doch viel zu alt. Für so einen Scheiß. Warum wieder Betäubungschance, Mann? Kann nicht mal was Cooleres kommen? Also nochmal so ein Götzenschrein. Das wäre doch nice. Oh mein Gott, es leckt wieder. Ihr seht das? Ich caste. Es passiert nichts. Der Lake is real. Das ist noch ein Gegner. Fools. Fools. Wir leveln einmal auf. Wir wollten noch hier rein, ne? Ja. Und jetzt ist die Frau. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Größere Reichweite, damit wir dann auch Flammenenergie. Können wir jetzt so die Feuerschaden in ihrer Umgebung verursacht? Ja, das da wäre auf jeden Fall wahrscheinlich nice. Langsam brauchen wir nicht unbedingt. Können die Entzündungschance noch hochballern dann? Und wahrscheinlich
Die Kanalisierungskosten nach oben treiben. Ja, ja, ja. Das hört sich eigentlich gar nicht so bad an. Ah, wenn ich hier rüber gehe, haben wir aber nur einen Punkt benötigt. Vielleicht gehen wir erstmal darüber. Wie machen wir das erstmal? Gehen wir erstmal hier so Flammenexplosion und machen wir hier so Flammenexplosion da rein. Ich weiß halt auch nicht, wie viel Level man actually in so ein Spell reinpacken kann. Das wäre net to know. Was das Max-Level von den Spells ist. Kann man nämlich so ein bisschen. Kann man so ein bisschen planen. Aber wir sind hier komplett casual unterwegs. Wir gucken sowas nicht nach. Wir erleben das. Sei denn jemand im Chat würde es mir einfach spoilern. Das wäre dann aber okay. Weil das Leben hängt jetzt nicht davon ab. Vor allem ist es ein Hackenslay. Also, wie schon am Anfang gesagt, die Story spielt ja nicht so eine große Rolle jetzt. Wir machen sie trotzdem. Weil ich finde sie trotzdem relativ nice. Aber dementsprechend ist auch das Gameplay halt ja weniger spoilerbar. Glaube ich. Zumindest irgendwie sowas in dem Dreh. Realien übertragen. Kann ich das da dann nicht aufnehmen? Nee, ne? Ja, ich weiß. Was hast du da? 19, 10. Ja, komm. Ist mir eigentlich egal. Dann nehmen wir halt nichts mehr auf. Dann lassen wir jetzt alles da liegen. Ist natürlich auch doof. Also wenn da was Cooles kommt, müssen wir das angucken, ne? Ja, nee. Das ist nichts Cooles. Hallo? Töte den Drachen. Was? Huch! Hallo! Was bist du denn für jemand? Guten Tag! Ah, da habe ich nicht lange genug gehalten. I am not a man of many pockets. Ein Helm. Schon wieder nicht für uns. I am not a man of many pockets. Hi! Am Anfang des Challenge-Unterschied zwischen Zyklus und Invinitum. Zyklus ist ein Season-Charakter und Invinitum ist quasi ein immerwährender Held. Also das heißt, du spielst nicht in der Season, sondern du hast den Helden permanent. Also über, egal wie viele Seasons es jetzt geben wird, wirst du den darüber haben. Du kannst mit dem aber keine Seasons spielen. Das heißt, Seasons, falls du das kennst, falls du dich in dem Genre auskennst, Seasons sind halt quasi, du fängst von null wieder an, spielst in der Season deinen Charakter, hast dann all die Items, tradest mit anderen, spielst mit anderen zusammen und versuchst in der Season so weit zu kommen, wie du nur kannst. Und wenn die Season endet, wird dein Char quasi normalerweise ins Infinitum überführt. Das heißt, dann hast du den quasi im Infinitum. Und andernfalls, vielleicht, weiß ich nicht, ob die das so machen, kannst du mit diesem Char dann wieder die neue Season anfangen. Und in der Season hast du normalerweise Season-Mechaniken, die im Infinitum nicht vorkommen. Beziehungsweise erst nach der Season dort eingeführt werden. Das heißt, in der Season hast du immer neue Mechaniken, die du im Infinitum so noch nicht spielen kannst.
Ja, das wäre basically das zusammengefasst. Was ich empfehle, mach dir einen Season Char. Der geht danach sowieso ins Infinitum. Dann kannst du den da weiterspielen, wenn du nicht deinen ganzen Gear und alles so verlieren willst, sondern willst da weiterhin mitspielen. Machst du dir einfach einen Infinitum, einen Zyklus-Char jetzt, weil ist die erste Season. Da verpasst du sowieso einen, also da macht einen Infinitum-Charakter meiner Meinung nach eher weniger Sinn. Ich würde empfehlen, da definitiv für die für den Zyklus zu gehen. Also Season. Was haben wir? Hat das seine Frage beantwortet? Nahkampfschaden. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Erhöhter Schaden im Laufe der Zeit. 33%. Das haben wir hier aber auch drauf. 28% auf Entzündungstreffer. Der ist gut. Der ist eigentlich auch sehr gut, weil der sehr... Das ist ein krasser Hyrule. Auf den Dingern. Control Alt. Genau, das geht nämlich bis 37 und da ist schon 32 drauf. Nice. Weg damit. Dann kann ich den Helm einsammeln. Dann können wir den nämlich für irgendwas anderes benutzen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir haben den Drachen besiegt. Dann gehen wir mal da runter jetzt. Sind noch ein paar Gegner. Sehr schön. Ja. Wenn du nur Solo spielen möchtest, du kannst auch, das ist das Coole an dem Game, du kannst auch die Seasons komplett Solo spielen. Wenn du komplett Solo spielen möchtest und willst nie irgendjemand anderen sehen und eigentlich nur für dich sein, kannst du bei dem Zyklus Solo spielen und sogar das Gruppenspiel ausstellen. Dann wirst du niemals irgendjemand anderen sehen. Kannst aber trotzdem die Season spielen. Das ist das Coole. Sei denn, du meinst Offline-Modus, weil ich weiß nicht, wie das im Offline-Modus ist. Im Offline-Modus solltest du dann sowieso, also dann macht sowieso keinen Sinn, Infinitum, glaube ich, zu spielen. Ja, du kannst Zyklus Solo spielen. Klar, natürlich. Du kannst das komplett Solo spielen. Warte, ich zeig's hier. Wir gehen einmal Spiel verlassen. Spiel verlassen, jawohl. Pass auf. Ich zeig dir die Einstellung, die du machen musst, dass du Zyklus komplett Solo spielen kannst. Weil Zyklus bringt halt die Vorteile, du hast immer das neueste Gameplay. Du hast immer die neuesten Mechaniken, die draußen sind. Und es spielt sich eigentlich ziemlich cool. So, du hast ja hier Infinitum, habe ich jetzt keine Charaktere drin, Zyklus. Du gehst auf neuen Charakter erstellen, sagst Zyklus, dann wählst du dir deine Klasse. Sagen wir zum Beispiel, ich würde jetzt so einen Druiden mehr machen wollen und würde sagen, warte mal, gerade mal gucken, dass ich hier nichts falsch mache. Warte, wo war denn? Nee, das muss... ja, warte. Ja. Das, du nimmst den Charakternamen, sagen wir jetzt Tiguan. Keine Ahnung. Ich muss mir sowieso noch... Genau. Und wenn du den Charakter erstellst, kommst du hier in den Bereich und kannst jetzt auswählen. Kannst einen Hardcore-Charakter machen. Also... Wenn du es zum allerersten Mal so ein Spiel spielst, würde ich dir empfehlen, einen Hardcore-Charakter zu machen. Und du kannst Herausforderungen machen. Das heißt, einen gefundenen Charakter. Das bedeutet, er hat keinen Zugriff auf Gegenstände oder Ressourcen, die von anderen Charakteren gesammelt wurden. Das ist das Erste. Das heißt, du kannst nicht von anderen Gegenstände annehmen. Es geht nicht. Basically nicht.
und Solo-Charakter gefunden. Das bedeutet, du kannst nicht mit anderen Spielern in eine Gruppe gehen und deren gefundenen Gegenstände auch nicht erhalten. Dazu stehen auch Gegenstände, die du mit anderen Solo-Charakteren findest, selbst wenn du sie für denselben Spielmodus oder Zyklus erstellen würdest. So, also du kannst quasi basically einen komplett Solo-Charakter machen. Der wird nie in eine Gruppe gehen können. Und der spielt quasi solo. Du spielst nur für dich. Ich weiß nicht, wie es ist, ob du da andere Spieler vielleicht noch rumrennen siehst. Aber. I mean. Ob das jetzt so wichtig ist. Ansonsten musst du offline spielen. Es gibt auch einen kompletten Offline-Modus. Nur weiß ich nicht. Doch, man kann in den Offline-Modus wechseln und kann dort auch einen Zyklus-Charakter machen. Das heißt, wenn du im Offline-Modus bist und Zyklus-Charakter spielst, bist du sowieso komplett solo. Weil es ist ja offline. Offline-Charaktere können aber nicht online geschaltet werden. Das ist ein Ding. Also, wenn du dann doch dich irgendwann dazu entschließen solltest, das online zu spielen, geht nicht. Ich glaube, du kannst auch Solo-Charaktere nicht das Solo wieder ausstellen. Also, wenn die einmal quasi Solo erstellt sind, dann sind die Solo. Ja. Das sind basically die Möglichkeiten, die du hast, wenn du Solo spielen willst. Wobei ich dir sagen muss, also, wenn ich dir eine Empfehlung aussprechen darf, mach einen Zyklus-Charakter, stell den nicht auf Solo, stell den auch nicht ein, dass nur du die Gegenstände bekommen kannst, sondern spiel den einfach so für dich. Wenn du dann nämlich später noch dich dazu entschließt, mal zu gucken, wie das so ist, mal so auf einen Handlungsding zu gehen und zu gucken, welche Items gibt es dort, gibt es vielleicht für deine Klasse ein bisschen bessere Items oder so, dann kannst du das noch machen. Wenn du dir einen komplett Solo-Charakter erstellst oder einen Offline-Charakter, hast du die Möglichkeit dann nicht mehr. Du lässt halt einen ganz großen Teil, was das Spiel halt ausmacht, theoretisch weg. Ist aber deine Entscheidung. Also ist nur eine Empfehlung von mir. Mach dir einen ganz normalen Zyklus-Charakter, spiel den einfach nur für dich. Mache ich ja auch gerade. Ich habe auch einen Zyklus-Charakter, ich habe noch keine einzige Sekunde mit irgendjemand anderem zusammengespielt. Ich sehe immer hier und da welche durch die Stadt laufen, aber who cares, ne? Also, who cares? Ist jetzt nicht so, dass ich mit denen interagieren müsste. Aber man hat zumindest die Option, es zu tun, wenn man es denn möchte. Das ist es. Wenn du dir natürlich die komplette Option nehmen willst, mach dir einen Zyklus-Solo-Charakter oder gleich einen Offline-Charakter. Ja, jetzt bin ich wieder hier gelandet. Ja, wo war ich? Ich glaube, ich bin zurückgereist, ne? Hier war mal. Ich war wie hier. Ich glaube, ja. Wir waren, glaube ich, im zerschmetterten Tal. Also ich hoffe, ich konnte dann deine Fragen alle beantworten und dich nicht vielleicht gerade bombardieren. Bitte! Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Immer wieder. Wenn du sonst noch Fragen hast, einfach her damit. Ich beantworte sie gerne. Ich bin auch nicht allwissend. Ich habe wirklich noch nicht viel selber gespielt. Aber ich habe mich im Vorfeld halt so ein bisschen informiert, was es so gibt, was es so für Möglichkeiten gibt, was zu machen. Aber ich bin halt auch so jemand, der spielt halt gerne Online-Games. Ich mag es mit anderen Leuten dann nachher zu gucken, was kann ich alles traden? Was kann ich mir auf dem Markt kaufen? Und so weiter, ne? Jetzt war ich zurück. Ich war legit zurück und habe vergessen, mein Gear zu verkaufen.
Okay, gehen wir mal kurz zurück. So. Ja, Kultistenlager, ne? Wobei ich hoffe, dass ich die jetzt noch verkaufen kann. Könnte natürlich sein, dass sie nicht mehr verkaufen können. Könnte ich nicht mehr verkaufen. Hier gibt es keinen Verkäufer mehr. Ja, Mai. Der ist ausgewandert. Krass. Krass. Okay, also die Story nimmt mir meine NPCs. Not so amused about that. Not so amused. Okay. Was hast du hier? Greetings. Ich habe eine Zeitreise gefunden. Ich kann ebenfalls deine vergangene Entscheidung rückgängig machen, wenn du möchtest. Bestie, den du gekämpft hast. Ich habe gegen eine Bestie gekämpft, jawohl. Augen, hört sich wunderbar an. Weiß nicht, ob das so wunderbar war. Scheinbar noch zu urteilen. Keine Sorge, wäre eine Vorzeit geschickt worden, also quasi eine andere Welt. Vielen Dank, dass du mir davon berichtest. Ich werde meine Forschung fortsetzen. Ja, wow. Tschüss, Jessikowski. So. Hier können wir noch skillen. Ja. Wir müssen hier noch ein bisschen was reinballern. Du verkaufst Sachen. Dann kauf mal die ganzen Nahkampfdinger hier an. Halt, stopp. Der macht viel Zauberschaden. Aber der macht Nahkampf-Damage. Das ist halt... Ich will nicht. Nee, weg damit. Weg damit. Da Elementarschaden. Nee. 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 Fragezeichen. Ja, nee. Das auch nicht. Das auch nicht. Die beiden hier, die würde ich gern zerlegen. Und so auf Entzündung ist auch ganz gut. Materialien erstmal übertragen. So, und dann haben wir hier die Truhe. Dann legen wir da mal einmal das da rein. Und dann legen wir da mal einmal das da. Ja, hallo. Das da rein. Beides nicht für uns, aber naja. Hi, William. Ah, das ist ein oder andere gemeinsame Game. Ich wieder mal. Ja. Perfekt. Sehr schön. Ja, I like. Gerne. Sehr gerne. Danke für das Abo. Danke. Vielen, vielen Dank. So. Dann können wir doch eigentlich hingehen und zerlegen, ja? Erstmal das da. Rune des Zerschmetterns. Kriege ich die alle zurück, ist die Frage. Ich hoffe es. Wir zerschmettern das da mal. Ja. Laufe der Zeit. Oh, wir haben mittlerweile... Mittlerweile haben wir doch ein bisschen viel, ne? Mittlerweile haben wir ein paar viele Affixe. Dann nehmen wir das da auch noch runter. Ich glaube, die kriegen wir sowieso, ne? Das ist eigentlich basically gar nicht so smart. Also das jetzt hier so zu machen, weil die kriege ich ja sowieso. Ah. Ich habe jetzt noch Götzendinger freigeschaltet. Habe aber keine Götzen mehr. Ich sollte mir mal so ein paar coole Götzen aufheben. Naja. Egal. Egal. Ab zum zerschmetterten Tal. Mal wieder. Mal wieder, mal wieder. Singen wir unsere Lieder.
Nein. Nicht dahin. Wir gehen da oben hin. Gehen einmal durch die stillgelegten Tunnel. Der stillgelegte Tunnel. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt hier. Ist der stillgelegte Tunnel so? Jawohl. Egon! Kommandanten. Warum nehme ich das auf? Es ist blau. Ekelhaft. Was? Flammender Opferstab. So. Ich glaube, an den Punkten kann man immer erkennen, wie viele Affixe die auch haben. Also wir nehmen es mal, nehmen wir wieder zum Verkaufen mit. Irgendwie auch echt wenig Geld, ey. Wirklich wenig Geld. Na gut, die einzigartigen zu verkaufen würde wahrscheinlich am allermeisten bringen. Wahrscheinlich macht das auch später noch das meiste Gold aus. Der hat mich one-tapped, der Cowboy. Der hat sich einfach gedacht, ja. Gib ihm. What the hell? Was für ein Gebiet ist das hier? Ich bin 20. Ich bin 24. Ja. Gut. Ja. Fühlt sich gut an. Warum habe ich das eigentlich aus? Da sind nochmal welche. Da ist nochmal einer. Hilfe. Okay, Gift Damage ist OP. Wie ich sehe. Nice, Stufe 25. Sind wir etwa im Kreis? Nein, vielleicht so ein bisschen. Ich muss auch noch mal mehr meine Flammenlober einsetzen, definitiv. Die muss noch mal mehr zur Geltung kommen. Da unten geht's auch lang, ne? Hätte ich vielleicht da unten lang noch gehen sollen? Niemand weiß es. Erstmal Schaden reflektieren. Es. Okay, also. Ich denke an Damage mangelt es uns jetzt nicht, aber uns mangelt es definitiv an Defensiv. Also ich mal gucken, dass wir irgendwie ein bisschen was Defensives bekommen oder so.
Das wird jetzt doch zu sehr Glas kennen und nicht mehr ich habe Spaß. Also nicht mehr die ich habe Spaß Glas kennen. Kritischer Treffer. Nice. Ich frage mich, ob Entzündung auch kritische Treffer auslösen kann. Das wäre nett to know. Oh mein Gott! Ach, herrje! Ich sterbe sehr schnell. Giftschaden ist echt eine Ticken zu heftig. Holy moly. Sag mal, wie weitläufig ist das da denn? Das ist noch nicht gut. Nice. Ich kann da wirklich lange drin bleiben, ne? In dem Ball. Also von den Steinviechern der Damage, der ist ja wirklich extrem insane. Das muss ich ja jetzt einfach mal so sagen, ne? Also hier lässt die Mobdichte aber auch so ein klein wenig nach, ne? Na gut, wenn man halt wirklich viele Gegner hat und die wirklich so viel Damage machen. Aber hier ist ein bisschen lau. Was bist du denn? Wächterkopfrüstung? Okay. Interessant. Einfach einen krassen Affix bekommen, oder was? Okay. Au. Dieses leeren Geschrei ist aber auch tödlich. Auch sehr tödlich hier. Sag mal, müssen wir überhaupt hin? Okay, also die kleine Zuflucht, das ist es jetzt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Diese Steindinger. Die sind aber auch anders von dieser Welt, ey. Weg mit euch. Also ich muss hier schon echt viel Konzentration aufwenden. Ne? Das muss ich ja jetzt mal gerade so sagen. Ne?
war das da? Das war ein besonderer Dude? Da wollten wir hin. Flammenexplosion. Können wir denn da oben noch lang? Oder ist da oben eigentlich Sackgasse? Das sieht irgendwie so aus, als könnten wir da vielleicht noch so lang. Ich würde das mal ausprobieren. Auf jeden Fall. Ja. Das sieht noch so ein bisschen danach aus, als könnten wir da lang. Können wir auch da noch lang? Hallo? Da können wir auch noch lang. Ach, herrlich. Okay, aber da hier sind. Okay. Gut. Freut mich. Dann können wir wahrscheinlich auch da lang, aber da wird wahrscheinlich genauso Ende sein. Hallo, mein Lieben. Oder wie komme ich hier in so einen Loop? Aua. Oh, weg mit euch! Oh! Oh! Die Binding, Mann! Huch! Sag mal, jetzt geht's hier aber. Geht's aber wirklich weit, hä? Okay, hier ist noch eine Kiste. Haha! Was ist das? Nur mit blau. Nur mit blauen Shit und ein bisschen Ruhen. Ja. Perfekt. Immer die Devise: erstmal falsch laufen, dann richtig. Es wird hier alles erkundet. Einfach alles. Oh. Okay, und da kommen wir jetzt wieder hier. Jawohl. So lobe ich mir das. Einmal schön eine Runde gedreht. Einmal schön Fireball und weg damit. Oh, ne. Jetzt, können wir die Götze denn auch direkt bei... Ja, wir können die direkt reinmachen hier. Weil bringt uns eh nichts, das nicht zu tun. Lass mir noch aufsammeln. Mal kurz den Teleport nehmen. Sehr schön. Jawohl. Und eine Truhe. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hallo? Danke. Ja, okay. Man nimmt, was man kann. Da sind mehrere Truhen drin. Ja, wenn ich dann nicht dafür sterben würde, wäre das sogar noch besser. Oh, noch ein Götze. Her damit. Jawohl. Und noch ein Götze. Her damit. Jawohl. Noch was Gelbes. Und was haben wir hier? Eine große Truhe steht auf dem Boden. Mach hoch!
Oh, dieser Bericht wurde mit einem Ziel begonnen, die Geschichte von Magistrat Wollis und seinem Exodus unter der Erde im Angesicht einer immer näher kommenden dunklen Substanz für die Nachwelt zu erhalten. Seite 23. Die ältesten Valrin sind Dummköpfe. Sie haben so viel Zeit damit verschwendet, die Natur des Splitters des unsterblichen Imperiums zu verbergen. Doch sobald diese Tyrannen an ihrem bislang schwächsten Punkt angelangt sind, wollen sie in die Berge fliehen? Vergesst diese sogenannte verstoßenen Königin. Was wir brauchen, ist eine kleine Zuflucht. Okay. Unweit der Stadt haben wir ein Höhlensystem gefunden. Im Inneren finden sich Dunkelheit und etwas geschwächter, unsterblicher Abschau. Okay. Ich wette, dass diese Dunkelheit, diese Leere, die wir sie jetzt nennen, eines ihrer üblen Experimente war. Dass sie jetzt dadurch sterben, ist Gerechtigkeit. Wenn sich die Leere auflöst, werden wir an die Oberfläche zurückkehren. Okay, dieser Text wurde augenscheinlich von einer anderen Person geschrieben. Ja, nicht, dass meine letzten Worte im Tagebuch von Wollis landen sollen. Als diese verrückten Anbieter der Leere uns fanden, zögerte er keine Sekunde, uns ihnen auszuliefern. Irgendwie lustig, denn ihnen rissen sie gleichwohl in Stücke. Seine Knochen liegen in einem Randbezirk unserer Stadt. Unter wie vielen von dieser Dunkelheit, weiß nur Itera. Letzte Seite. Uns hier jahrzehntelang versteckt. Der Magistrat behauptet, dass uns keine echte Gefahr droht. Doch dann bricht die Leere rein und bereitete uns allen ein Ende. Wir haben diesem Stein unser Heim abgerungen. Wir haben unsere Kinder hier aufgezogen. Wir haben gelebt. Wollis hatte Unrecht. Dieser Ort war keine kleine Zuflucht. Es war unsere letzte Zuflucht. Zwei Passivpunkte. Ja, moin. Wir können da direkt zwei reingeben und dann sogar beim... Wait. Wir hatten drei? What? Nice. Ich will das da leveln. Definitiv, hundertprozentig. Jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt natürlich auf 10 level, dann habe ich mit jeder Feuerfertigkeit direkt 100% Entzündungschance. Gehe ich dem so richtig? Ich glaube, 100% brauchen wir nicht unbedingt, weil die Fähigkeiten selber noch ein bisschen was mitbringen. Gut, gehen wir mal zurück. Und mit zurück meine ich, glaube ich, ganz bis ans Ende wieder, ne? Also ganz bis zurück. Nämlich in die Ratskammern. Ach, wusste ich gar nicht, dass man hier so auch die Fähigkeiten auswählen kann. Nice. Cool. Macht das Ganze ein bisschen einfacher. Gut, genau, du hast das nämlich gesagt, ne? Bevor wir gegangen sind. Du hast die kleine Zuflucht gefunden? Ich bitte dich, erzähle mir alles, was du gesehen hast. Gab es Überlebende? Verstehe. Eine wahre Tragödie, aber mit diesem Folianten können wir zumindest ihr Andenken bewahren. Sie wollen nicht, dass man sie die kleine Zuflucht nennt. Nein, wie denn dann? Die Rattenstadt, was? Bro! Why? Nee, die Zuflucht! Verstehe, in dem Fall will ich ihrem letzten Wunsch nachkommen. Auf bald! Und wieder Erfahrung ab. Warte. Jetzt hast du wieder was? Wir schaffen es voll an. Wir ehren die Menschen der Zuflucht, wo auch immer ihre Seelen nun sein mögen. Auf bald. Du hast bei mir eine Quest, meine Liebe. Warte, wir reisen mal nochmal dahin. Ne, können wir gar nicht, ne? Ich glaube, sie ist verbuggt. Naja, gut. Einmal hier unsere Sachen verkaufen. Realien übertragen, sortieren. Da haben wir noch zwei Rüstungen. Dienerblitzschaden, Mana, Feuerblitz. Die Rüstung, die 14 Rüstung ist eigentlich ganz cool. Ich behalte mir jetzt mal die Götzen einfach mal auf. Ich wüsste gerne, was Einstimmung bedeutet.
Einstellung. Jede Einstellung gewährt 2 Mana und verbessert Fähigkeiten, die auf der dir und deiner Umgebung innewohnenden Magie beruhen. What? Warte mal. Wir stellen mal kurz wieder auf Englisch. Und gehen wir nochmal ins Inventar. Wo war das? Attunement. Each one against human improves skills that rely on the initiated magic inside you and your surroundings. Ja, keine Ahnung. Absolut gar keine Ahnung, was mir das jetzt sagen soll. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, dass es in der Umgebung ist. Also heißt, wenn ich in einem Feuergebiet bin, kriege ich Bonus Feuer Damage oder so? Yes. Das wäre krass. Weiß ich nur nicht, ob das so krass wäre. ...36 Chance auf Entzündung beim Treffer. You what? Ich will... lass das. Und kann ich das nicht anziehen? Ja. Okay, gut, man kann halt, ja. Okay. Das ist noch weg, das ist noch weg, das ist noch weg. Weg. Wir legen das mal gerade hier so einfach rein. Wir kaufen uns einen neuen Tab. Nennen den einfach Ramsch. Jo, der kann so bleiben. Der kriegt einfach... Keine Ahnung, was kriegt der für ein Symbol? Das da. Der kriegt einfach ein Ramsch-Symbol und wir legen das mal in den Ramsch rein. Und ich gehe vielleicht wirklich hin und baller auf den da jetzt. Ein bisschen... Gar nichts, ne? Weil wir können nichts ändern. Ich kann die kritische Trefferchance hier nicht ändern. Wellfixe, Suffixe. Ja, wir können dem keinen besseren Affix verbessern. Wie viele von denen habe ich denn? Kann mir das einer sagen? 2? Ist das da richtig? Wenn ich jetzt das da mache, sagt er mir, ich hätte 3, ne? Oder braucht der 3? Ist denn das einer? Wo sehe ich denn, wie viele ich jetzt davon habe? Nicht anwendbar, ja? Aber das ist mir eigentlich jetzt mal relativ. Ich wüsste gerne, wie viele ich davon habe. Ich glaube, ich habe 2 davon, ne? Es sieht jedenfalls so aus, als hätte ich 2 davon. Deswegen will ich das nicht upgraden. Never. Dann gehen wir mal noch hin und machen jemanden noch einen neuen Tab. Und den nenne ich mal Götzen. Und mach da so ein Symbol hin und mach das mal da so in dem Blau. Und dann schieben wir die dahin.
Und dann können wir hier mal so einen Götzen reinlegen. Nice! Okay. Ich kann mir überlegen. Ja, wir waren in der verlorenen. Stimmt, wir waren jetzt in der verlorenen Zuflucht. Wir sind direkt davon zurückgereist, ne? Also wir waren nicht in dem Hof. Nee. Wir waren nicht in dem Hof. Okay. Gut, aber ich würde fast behaupten, und ich behaupte es sogar, es ist schon wieder soweit. Wir, ja, besonders wir, in dem Sinne meine ich, verabschiede mich dann für heute. Für alle, die auf YouTube schauen, vielen Dank fürs Zugucken. Auch wenn das mit dem beschissenen Filter nicht geklappt hat und das ganz lange gedauert hat und ich mich wirklich dafür entschuldige, so toll zu sein. Ja. Ich werde das jetzt einfach offstream machen. Werde mir da so ein Filter basteln. Und dann hoffe ich, habe ich zum nächsten Mal einen Filter. Und dann sammeln wir auch nicht jeden Rammschein. So. Das mal davon ab. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss, bye bye, tschüss.